Lange war es das große Thema, nämlich der Anstieg der Renditen. Dann ist es ein bisschen ruhiger geworden um die Renditen. Die sind deutlich gefallen, aber eben auch nicht mehr gestiegen. Jetzt sind die Renditen wieder da. Wir haben ein neues Verlaufshoch bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe und das könnte und dürfte heute durchaus auf die Märkte ausstrahlen. Wir sehen heute Morgen schon den Nasdaq Future deutlich negativ. Das ist oder negativer, das ist ja der Markt, der Tech-Sektor, der da meistens am empfindlichsten drauf reagiert. Dow Jones und DAX dagegen auf Allzeithoch, die tun erstmal so, als würde sie das Ganze nichts angehen. Wir hatten gestern ja diese Verarbeitung letztendlich des Archegos-Falls, also jenes angeblichen Family Offices, der aber gehandelt hat oder das aber gehandelt hat wie ein Hedgefonds hoch 5. Deswegen bezeichne ich das als Hedgefonds. Das hat mit Family Office im klassischen Sinne, nämlich da eine Art Vermögensverwaltung zu machen, eher latent konservativ gestrickt für doch eher begüterte Leute. Damit hat das nicht sehr viel zu tun. Das war hochgradig gehebelt über Swaps. Diese Swaps wiederum, OTC, over the counter, tauchen nirgendwo auf, sind praktisch ein Geschäft zwischen zwei Parteien, das von Regulatoren gar nicht eingesehen wird und werden kann. Dementsprechend dürften da noch sehr viel größere Risiken hier im System sein. Und wenn wir uns mal die Frage stellen, wie kann es passieren, dass auf allzeithochste Aktienmärkte ein Hedgefonds in die Luft fliegt, und ich bezeichne ihn jetzt mal als Hedgefonds, dann müssen wir uns die Frage stellen, angesichts der Hebelungen, was passiert, wenn es mal deutlich nach unten geht für die Aktienmärkte insgesamt? Es ist ja theoretisch möglich, meine Damen und Herren, dass es auch mal nach unten geht. Was passiert dann erst mit diesen Hebelungen, die sicherlich andernorts der Fall sind? Wir haben wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs gesehen. Aber kommen wir jetzt zunächst mal zu dieser Renditegeschichte. Wir sehen hier die 10-jährige US-Staatsanleihe bei 1,76%. Wir waren beim letzten Anstieg gekommen bis 1,75, haben also dieses Hoch jetzt erstmal rausgenommen. Und ursächlich scheint mir ein neues Mitglied der Fed zu sein, nämlich Chris Waller, der sich gestern Abend geäußert hat und gesagt hat, ja, höhere Renditen bei sich beleben der Konjunktur, das ist doch eigentlich schick. Und jetzt kommt's, die Fed wird die Zinsen nicht niedrig halten, um den Schuldendienst zu helfen, um beim Schuldendienst zu helfen. Ist jedoch weit davon entfernt, Zinsen zu erhöhen. Nun, dass die Fed weit davon entfernt ist, Zinsen zu erhöhen, das hat man uns in Gestalt von Jerome Powell ungefähr 3783 Mal in den letzten zwei Wochen gesagt. Aber interessant ist, wir werden nicht beim Schuldendienst helfen, wir werden also dem Anstieg der Renditen zugucken. Das ist halt der Markt, so die Aussage, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine komplette Einzelmeinung ist. Waller ist ja erst im Dezember 2020 in die Fed berufen worden, wird dort bis 2030 sein, ist jetzt auch stimmberechtigt, also das sollten wir schon ernst nehmen, und er wird sicherlich nicht aus dem hohlen Bauch hier gesprochen haben. Und all das hat natürlich jetzt zu tun, nämlich der Anstieg der Renditen mit der Inflation. Hier Herr Weidmann, der auf typisch Deutsch-Englisch sagt, the inflation is everywhere, nicht wahr? Und hier sehen wir unten mal die offizielle Inflation der USA, CPI, also Consumer Price Index, und das verglichen mit den mit der Preiskomponente bei den Einkaufsmanager-Indizes im ISM-Index. Da sehen wir, die sind massiv nach oben geschossen. Dementsprechend dürfte bald auch die Inflation in die USA massiv nach oben schießen. Das ist sehr wahrscheinlich. All das antizipieren natürlich die Anleihenmärkte und laufen nach oben. Die Frage wird sein, wie stark wird das heute auf die Märkte insgesamt ausstrahlen? Wenn dieser Anstieg jetzt in Richtung 2% weitergeht, dann heißt das faktisch, die Märkte erhöhen für die Fed die Zinsen. Nämlich nicht die Leitzinsen, das kann nur die Notenbank, sondern die Kapitalmarktzinsen. Und genau das ist der Punkt, der dann in Konkurrenz zu den Aktienmärkten kommt. Denn es ist schlichtweg so, mit 1,75% ist genau das Level erreicht, bei der dann die 10-jährige US-Staatsanleihe genauso viel abwirft wie die durchschnittliche Dividendenrendite im S&P 500. Das bedeutet, da haben wir dann doch wieder eine Konkurrenz. Es gilt das TINA-Prinzip, there is no alternative, ist dann zunächst mal ausgesetzt. Und wir sehen hier Yield Curve, also die Zinskurve, die Renditedifferenz zwischen kürzer und länger laufenden Staatsanleihen. Die wird immer steiler, weil eben die Renditen für vor allem die längeren
Laufzeiten bei den Anleihen deutlich ansteigen, zumindest deutlicher als bei den kürzer laufenden. Das ist schick für die Banken. Deswegen haben wir eben zuletzt gute Kurse bei den Banken gesehen. Gestern allerdings mit einer kleinen Ausnahme wegen dieser Archegos-Geschichte. Dazu gleich mehr. Und abschließend noch zum Thema Anleihen. FTSE Russell wird jetzt chinesische Staatsanleihen in seinen Index aufnehmen und das ist sehr, sehr wichtig. Vorher gab es ja Indizes von JP Morgan und Bloomberg Barclays, die hier chinesische Anleihen aufgenommen haben, aber das dürfte einen noch größeren Effekt haben. Das bedeutet, die Chinesen sind jetzt mit ihrem Anleihenmarkt praktisch dann wirklich international angekommen. Da dürften sich dann Geldströme auch in Richtung China verschieben und teilweise auch weg von den USA, die ja ohnehin massiv Anleihen emittieren. Und irgendwo muss dieses Angebot, das ständig auf den Markt kommt, an Anleihen ja aufgenommen werden. Deswegen gucken alle immer sehr intensiv jetzt auf die Auktionen von Staatsanleihen. Kommen wir zu den Aktienmärkten, meine Damen und Herren. Wir haben gestern ein gemischtes Bild gesehen. S&P 500 ganz leicht im Minus, Nasdaq etwas deutlicher im Minus. Die Small Caps 2,6% im Minus, hier also ganz deutlich abverkauf. Diese Small Caps allerdings sind relativ stark dominiert von Finanzwerten, regionalen Finanzwerten. Gut 20% ist finanzbezogen und wir sehen hier den VIX mit einem Anstieg von 10% immerhin. Der einzige Index, der gestern positiv war, war mal wieder der Dow Jones. Und wenn wir uns die Sektoren anschauen, sehen wir Utilities, also Versorger, Communication Services, Consumer Staples, Healthcare. Also hier vor allem defensive Sektoren weit vorne, während der Financials, eben wahrscheinlich wegen Archegos und Energy, gestern unter Druck waren. Auch Technology war jetzt nicht so schön. Und wenn wir uns jetzt mal ein paar Interna anschauen, so ein bisschen die innere Marktstruktur anschauen, wie schaut es aus bei dem Markt? Jetzt hier in Gestalt des S&P 500, Chart von Michael Silver wieder, sehen wir, wir sind also praktisch, naja, fast am Allzeithoch, was den S&P 500 betrifft, aber es fallen eben deutlich mehr Aktien als Aktien steigen. Das ist diese New York Advanced Decline, also praktisch wie viele Aktien steigen in Relation zu Aktien, die fallen, und da sind wir deutlich negativ in der Summe. Bemessungsgrundlage ist übrigens der Wilshire 5000, also dieser Index, der praktisch alle Aktien abbildet, und wir sehen, dass wir aktuell jetzt über 94% der Aktien im S&P 500 über ihrer 200-Tages-Linie haben. Das sind Extremwerte, extrem hoch, selten so etwas gesehen. Jetzt ist die Frage, wie geht das weiter? Wie wird sich die Situation jetzt weiter aufspulen? Man hat gestern dieses Archegos-Debakel ja relativ gut verkraftet. Es gab da zwischenzeitlich einen kleinen Abverkauf, dann ging es wieder rauf, dann ging es wieder ein bisschen runter, nicht wahnsinnig viel passiert. Jetzt haben wir Quartalsende, normalerweise der April relativ gut, aber die Internas sehen nicht so schön aus bei den US-Indizes, muss man sagen. Hängt das mit dem möglichen weiteren Anstieg der Renditen zusammen, dadurch eben diese Alternative für die Aktienmärkte. Und wenn wir uns mal anschauen jetzt oder genauer hinschauen, was da los ist, dann sehen wir, je kleiner die Firmen derzeit, die in den verschiedenen Indizes gelistet sind, umso schlechter die Performance. Die kleinsten Aktien hier zum Beispiel im Russell 3000 mit den größten Verlusten, das ist auffällig, und wir sehen diese Underperformance von Large Caps, also von großen Werten, großen Aktien, die zum Beispiel im Dow Jones enthalten sind, zu den Small Caps, die hat sich deutlich wieder zurückgespult. Das ist ein Hinweis darauf, dass dieser Reflationstrade möglicherweise so ein bisschen ins Schwitzen kommt oder was auch immer es bedeuten mag. Jedenfalls ist es auffällig, und auffällig auch jetzt, dass diese ganze Nachbearbeitung von Archegos sicherlich starke Konsequenzen hat. Wie ist es möglich, dass jemand so stark gehebelt war und dann so schnell aus der Kurve fliegen kann? Das schafft Verluste bei den Banken. Jetzt hat die Bankenaufsicht in den USA hat gesagt, ja, gib mal bitte Auskunft, was da genau gelaufen ist, liebe Banken. Und inzwischen wissen wir ein bisschen, was gelaufen ist. Die Banken haben sich mal kurz unterhalten, haben sich gesagt, wie kriegen wir das jetzt hin mit der ganzen Geschichte? Und es war so, dass die Amerikaner mal wieder schneller waren. Morgan Stanley etwa hat dann 15 Milliarden oder hat Blocks im Volumen von 15 Milliarden Dollar verkauft und sagt, ja, also ein bisschen Verlust haben wir gemacht, aber jetzt nicht so wahnsinnig viel.
Aber da gibt es andere, und wir erinnern uns hier vielleicht an den Film Margin Call. Da gibt es klare Hinweise darauf, dass die Amerikaner mal wieder schneller waren, auch Goldman Sachs. Die haben schnell liquidiert, während Nomura und Credit Suisse ein bisschen länger gebraucht haben. Und wie in dem Film Margin Call, als dem Chef der Bank dort klar wurde, dass das ganze Ding in die Luft fliegen wird, gab es nur noch ein Ziel: wir müssen die Ersten sein, die verkaufen. Er hat seine Händler ja angewiesen, dann dieses explosive Material möglichst schnell zu verkaufen und aus der eigenen Bilanz zu kriegen. Genau das scheint jetzt zuletzt auch passiert zu sein. Und bei dieser Reise nach Jerusalem haben offenkundig die Credit Suisse und Nomura, die japanische Großbank, keinen Platz mehr bekommen. Man könnte auch sagen, was da passiert ist mit Warren Buffett: wenn du Ignoranz und Hebel kombinierst, dann bekommst du interessante Resultate. Und in der Tat, wir haben interessante Resultate bekommen. Interessant auch jetzt Berichte, dass Tesla zum Beispiel bei Kunden, die einen Tesla-Wagen gekauft haben, gleich diesen Wagen zweimal in Rechnung stellt. Vielleicht sind ja auch die Verkäufe mal zweimal in Rechnung gestellt. Nicht jeder, der eine Rechnung kriegt, der hat ja praktisch auch ein Auto gekauft. Wenn jetzt jeder Autokäufer zwei Rechnungen kriegt, dann haben wir ja doppelt so viele Autos verkauft, gell? Jetzt ist man dabei, in Texas sein Werk zu bauen, in Berlin, Brandenburg, und möglicherweise produziert man ein bisschen am Bedarf vorbei, wird man sehen. Jedenfalls eine große Wette, die Elon Musk hier eingeht. Nach meiner Auffassung, wenn man sich mal die Dinge genauer anschaut, sind solche Aussagen: ja, wir müssen möglichst viele Elektrofahrzeuge jetzt bauen, der Umwelt zuliebe. In Brandenburg ist ihm die Umwelt relativ egal in Sachen Trinkwasser und so, das interessiert ihn nicht so wahnsinnig, da ist also viel Scheinheiligkeit dabei. Jetzt gab es einen interessanten Insiderbericht, der mir gesteckt wurde, wonach Elon Musk neulich bei einem Landemanöver den Piloten angewiesen hat zu landen, obwohl der Flughafen geschlossen war seit einer halben Stunde, und hat dem Piloten gesagt, so erzählt man sich in Insiderkreisen: also wenn du deine Lizenz verlierst, weil du hier gelandet bist, dann gebe ich dir $5 Millionen und ein Haus dazu. Daran sieht man, wie abgedreht der junge Mann inzwischen ist. Das wird natürlich alles super gut enden, und möglicherweise super gut endet auch jetzt hier die Corona-Lage in den USA. Wir sehen, Hospitalisierungen gehen wieder langsam nach oben, aber die Fallzahlen gehen deutlicher nach oben. Hier CDC-Direktor, also Chefin der Seuchenbehörde, Rochelle Walensky, hat jetzt gewarnt, dass vor impending doom, also da kommt einiges auf uns zu. So die CDC-Chefin. Auch in Kanada sehen wir einen durchschnittlichen Anstieg von 25% pro Woche bei den Corona-Fällen. Also vielleicht auch jetzt das, was wir in Europa erleben, trotz verstärkter Impfungen in den USA und auch Kanada möglicherweise, die Situation, dass da die Fallzahlen wieder steigen, zumal die Öffnung ja deutlich weiter fortgeschritten ist aus dem Lockdown in den USA vor allem. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Renditeanstieg ist das große Thema. Wir werden sehen, ob dieser Renditeanstieg sich jetzt fortsetzt bis zur Marke von 2%. Wenn dem der Fall sein sollte, dann glaube ich, wird es unruhiger an den Märkten. Das gilt vor allem für die Tech-Werte, aber vielleicht insgesamt. Vielleicht kommt jetzt Unruhe auch rein, jetzt noch durch die letzten Rebalancing-Maßnahmen, die vielleicht noch getroffen werden. Keine Ahnung. Jedenfalls ist das eine denkbare Alternative, dass das Ganze jetzt so ziemlich volatil bleibt, wie eben in letzter Zeit auch, wo wir keine wirklich klare Richtung in den Märkten haben. Es geht rauf, es geht runter. Letztendlich ein nervöses Seitwärtsgeschiebe. Kommt eine Trendrichtung? Das ist die Frage. Jetzt einen guten Start in diesen Dienstag. Herrlicher Tag heute bisher, zumindest in Hamburg, gell? Also, bis dann. Servus, ciao.